Die Fallbeschleunigung nahe der Erdoberfläche. Übertreibung macht bekanntlich anschaulich. Ich zeichne mal auf meine Erdkugel übertrieben mein Bäumchen. Ich beziehe mich stark auf die externen Videos, das Gravitationsgesetz des Newton. Auf diesen Bäumchen hänge ich meinen Apfel. Den Mond meinetwegen, nee, den schieben wir ein wenig näher. Den Mond machen wir hierher. Mond, Erde. Den Mittelpunkt von meiner Erdkugel verbinde ich mit dem Mittelpunkt des Mondes und den Mittelpunkt der Erdkugel verbinde ich mit meinem Apfel. Somit habe ich zwei Abstände. Den einen Abstand nenne ich R-Index A, den zweiten R-Index M. Gut, ich frage mich nun, wie schnell fällt dieser Apfel auf meine Erdoberfläche, wenn dieser vom Baum fallen sollte. Jeder kennt den Wert, ich möchte es halt hier mal veranschaulichen. Also nahe der Erdoberfläche wird sich der Wert 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat messen lassen. Je nach Position, wo ich mich befinde, ob ich auf dem Mount Everest oben bin oder nahe der Erdoberfläche, wird dieser Wert auch dann in den Kommastellen variieren. Man wird sich in Aufgabenstellungen mit den gerundet angenommenen Wert 9,81 Meter Sekunde Quadrat zufrieden geben. Gut, wir fahren also fort. Das ist ein Fall für das Gravitationsgesetz des Newton, dass er aussagt, diese Kraft, diese anziehende Kraft zwischen zwei Massen muss proportional zu diesen beiden Massen sein und umgekehrt proportional zu ihrem Abstand zum Quadrat. Das Ganze bekommt noch eine Gravitationskonstante, groß G. Gut, in den externen Videos hatten wir ja diesen Zusammenhang ausführlichst behandelt. Deswegen bezieht sich dieses Video auf eine reine Anwendung. Wir setzen nun hier Werte ein. Zum einen interessiert mich ja die Situation und zum anderen interessiert mich diese Situation hier. Also, dann beziehe ich mich mal auf den Apfel und auf die Erdkugel. Somit sind diese allgemeinen Definitionen für die Masse zu ersetzen. Einmal habe ich die Masse bezogen auf den Apfel und dann die Masse meiner Erdkugel. Gut, wir wollen ausrechnen, wie schnell fällt dieser oder wie schnell, mit welcher Beschleunigung wird dieser Apfel zum Erdmittelpunkt hin beschleunigen, wenn der vom Baum wegfällt und auf den Boden aufschlägt. Also, gut, dann setzen wir mal das Ganze ein, was wir wissen. Die Gravitationskonstante 6,673 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm Sekunde Quadrat. Multipliziert die Masse der Erde 5,977 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Die Masse des Apfels, das lassen wir mal variabel. Wir wollen hier jeden Apfel einsetzen dürfen. Und der Abstand zu meinem Apfel, der soll sein der mittlere Erdradius. Und der mittlere Erdradius, der ist 6.368 Kilometer. Das entspricht dann 6.368 mal 10 hoch 3 Meter. Gut, das überführt 6.368 mal 10 hoch 3 Meter, natürlich das Ganze zum Quadrat. Und wir erhalten einen Wert. Und dieser Wert, gerundet auf zwei gültige Stellen, 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat, multipliziert mit diesem allgemein gehaltenen Masseterm. Also der Apfel kann wiegen, was er will. Ich kann hier alles einsetzen. Der Apfel steht ja stellvertretend für jede erdenkliche Masse nahe der Erdoberfläche, also kann ich den Index auch weglassen. Meinetwegen könnte man damit auch beschreiben, wie ein Blumentopf vom Balkon herabfällt. Der befindet sich ja dann auch nahe der Erdoberfläche. Vorausgesetzt, man ist nicht in einem, was weiß ich, 100 Stockwerke hohen oder an der Freiheitsstatue und lässt den Blumentopf herunterfallen. Gut, ich sag mal so, der Zusammenhang zwischen dieser Fallbeschleunigung, die jedem ein Begriff ist, 9,8 Meter Sekunde Quadrat, und diesem Gravitationsgesetz ist nun klar durch die Anschauung
dass das so sein muss. Das ist ein dynamischer Ausdruck sozusagen. Diese Beziehung hat eine gewisse Mächtigkeit. Sie lässt sich auf jedes erdenkliche Massepaar anwenden. Und somit können wir noch ein paar interessante Dinge herausfinden, was man damit machen kann. Ich könnte mich jetzt auch fragen, ja, inwiefern oder wie stark lässt denn meine Gravitationskraft, die von der Erdkugel ausgeht, nach, wenn ich mich in einen Abstand vom Erdkugelmittelpunkt zum Mittelpunkt des Mondes befinde. Meinetwegen der exakt gleiche Abstand. Ein Astronaut wird anfixiert. Dieser Astronaut ist exakt diesen Abstand Erde-Mond zu meinem Erdmittelpunkt entfernt. Und dieser Astronaut hat meinetwegen die Masse M. Wir halten den mal allgemein. Gut, dann kann ich genauso verfahren. Ich setze hier ein, Gravitationsgesetz 6,673 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm Sekunde Quadrat mal die Masse der Erde, bleibt auch in der Situation die gleiche, 10 hoch 24 Kilogramm. Okay, wir teilen durch den Abstand. Jetzt habe ich einen neuen Abstand, das ist der Abstand Erde-Mond und der ist ungefähr 60 mittlere Erdradien. Also das muss ich hier berücksichtigen. Ich muss setzen 60 mal 6368 mal 10 hoch 3 Meter, das Ganze zum Quadrat. Meinen Astronauten lassen wir variabel. Naja, und dann erhalte ich 0,0027 Meter pro Sekunde Quadrat mal diese Masse vom Astronauten. Also der spürt von der Erdanziehung hier in dem Punkt, in den Abstand Erde-Mond nichts, kaum. Ne? Das sind 3000stel ne, der Erdanziehung, was er da erfährt. Also kaum spürbar. Ne? Wir fahren fort, wir interessieren uns für eine neue Situation. Meinetwegen tanzt der Astronaut jetzt drüber auf den Mond, erkundet dort etwas den Mond und packt seinen Apfel aus. Den Apfel hält er in der Hand und fragt sich, naja, ich befinde mich auf dem Mond, wie schnell wird dieser Apfel zum Mondmittelpunkt beschleunigt? Also eine völlig neue Situation, aber die Dynamik dieses Ausdrucks hier ermöglicht es, auch diese Situation zu beschreiben. Naja, ich habe zum einen für meine erste Masse die Masse des Mondes und für die zweite wieder die Masse des Apfels, die mich hier interessiert. Wir müssen ein paar neue Daten festlegen. Zum einen brauchen wir die Masse des Mondes. Die ist 7,349 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Naja, der Radius des Mondes, der mittlere Radius, der ist 1738 mal 10 hoch 3 Meter. Gut, somit haben wir alles zusammen, um auch diese Situation zu berechnen. Gravitationsgesetz des Newton ist dafür nötig. Gravitationskonstante, die können wir gleich übernehmen, 6,673 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm Sekunde Quadrat mal jetzt die Masse des Mondes, naja, 7,349 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Das Ganze bezogen auf den Apfel lassen wir variabel, also Masse Apfel variabel. Und der Abstand zum Apfel soll dem mittleren Mondradius entsprechen. Also 1738 mal 10 hoch 3 Meter und das Ganze zum Quadrat. Gut, nachdem man das Ganze in den Taschenrechner eingibt, erhalten wir einen Wert von 1,6 Meter pro Sekunde Quadrat, multipliziert natürlich mit dieser variabel gelassenen Apfelmasse. Gut, den Apfel braucht man nicht unbedingt stellvertretend hernehmen. Wir wollen das noch allgemeiner halten, also das gilt dann für jede erdenkliche Masse nahe der Mondoberfläche. Gut, wenn man sich dann mal fragen sollte, wie oft steckt denn in dieser 1,6 Meter pro Sekunde Quadrat meine Erdbeschleunigung nahe der Erdoberfläche? Gut, dann wird man den Wert erhalten von ungefähr
0,16. Und das ist natürlich bezogen auf die Erdbeschleunigung, also 0,16 g, und das ist Pi mal Daumen 1/6 g. Ne? Deswegen sagt man das immer, dass auf dem Mond, auf der Mondoberfläche ungefähr 1/6 g vorliegt. Gut, an der Stelle beende ich dann dieses Video.